Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu der neuen Serie Das Schweizer Miniriff. Es hat ein kleines bisschen gedauert, das liegt aber in der Mentalität desjenigen, der es gemacht hat. Ne? Kommt halt aus der Schweiz, die sind da etwas gemütlicher. Ja, es ist im Endeffekt so, der Muas, der dieses Riff aufbaut und betreibt, hat schon mal Meerwasser-Aquaristik betrieben, mit, ich sage es mal, gutem Erfolg, musste dann aber aus persönlichen Gründen aufhören. Und ja, ihr kennt das Spiel. Einmal salziger Finger, immer salziger Finger. Einmal Salz, immer Salz. Da kommt man nicht drum rum. Und ihn hat es jetzt wieder gepackt und hat gesagt, ja, ich fange wieder an. Allerdings auch ja, ich sag's mal minimalistisch, so wie er die letzten beiden Becken aufgebaut hat. So einfach wie möglich, damit es auch, ich sag's mal, nachbaubar bleibt im Endeffekt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an und ich melde mich zum Schluss nochmal und sag noch eine Kleinigkeit dazu. Viel Spaß dabei, bleibt dran, bis gleich. So, das Möbel steht, das Becken auch. Ich habe jetzt so Wasser angesetzt, weil es mir sinnvoller erschien, aus zwei, dreimal anzusetzen, gleich so im Becken anzusetzen. Ich habe ein bisschen weniger befüllt, weil ich damit ich rechne, dass der Riffaufbau auch seinen Platz da drin einnehmen wird. Aber ich denke mal, es wird schlussendlich doch wenig Wasser drin sein. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Salinität erreicht. Ich kann es ja später dann mit Osmosewasser, oder besser gesagt, damit ich später mit Osmosewasser verdünnen kann und gleichzeitig das Becken bis auf die gewünschte Höhe befüllen. Also, hier sieht man den Aufbau, Sand und nicht ganz aufgefüllt das Becken. Jetzt ist es so gewesen, wie ihr euch erinnern könnt, habe ich das so gemacht, dass ich die Salinität stärker eingestellt habe, weniger aufgefüllt, weil ja die Steine noch reinkommen sollten. Und als ich die Steine reingefüllt habe, war sozusagen der Wasserpegel immer noch tief unten. Habe ich einfach mit Osmosewasser verdünnt, da es sowieso zu salzig war. Dann habe ich aber zu sehr verdünnt. Jetzt muss ich das Wasser ein bisschen verdunsten lassen, bis es auf die richtige Salinität kommt. Heute habe ich auch die Lampe gekriegt. Ich gehe heute auch Korallen einkaufen. Ja. Und diese Dunkelphase, die ich jetzt hatte, war eigentlich ganz gut am Anfang. Manche machen das so absichtlich, bei mir war das unabsichtlich, weil die Lampe Lieferschwierigkeiten hatte. Aber jetzt ist sie endlich da. Und die Korallen werden auch bald da sein. Bis dann, tschüss! So, meine Damen und Herren, so sieht es im Moment aus, so hat es aber nicht immer ausgesehen.
wie ihr wisst. Naja, ich habe mich für den schnellen Besatz entschieden, habe ein bisschen viel Korallen mit Ästen gekauft, was ich im Nachhinein ja nicht so toll finde. Ich hätte das ein bisschen abwechslungsreicher gestalten sollten oder sollen, aber da ist noch ganz viel Platz. Da kommen noch Gorgonien rein, da kommen noch mehr Goniopora, Euphilia vor allem. Ich bin ein Riesenfan von der Euphilia. Also jetzt wird das so sein, dass ich ein bisschen erzähle, wie es war, was ich gemacht habe. Eine Technikvorstellung und was bringt die Zukunft, was ich in Zukunft plane. Also, ich habe ziemlich unfreiwillig dunkel gestartet, ohne Lampe. Das war nicht mal Absicht, ursprünglich wollte ich mit Licht starten, aber das ganze Material war da, außer Lampe. Ich habe auch gelesen, dass es gar nicht so schlecht sein soll, dunkel zu starten. Es war eine Woche dunkel, mit Lebengestein, denn ihr wisst, das ist Lebengestein hier. Sieht ziemlich kompakt aus, aber das täuscht ein bisschen. Es ist nicht so luftig jetzt wie beim Daniel oder so, aber auch nicht wirklich Sack, ohne Durchfluss. Zum Beispiel hier reinguckt oder beispielsweise dort, so oder da hinten, da ist doch hier unten, ja, und da sind jetzt die Korallen ein bisschen im Weg, aber da gibt es durchaus viel Durchfluss. Und wenn man die Koralle hier beobachtet, sie liegt in der Strömung. Also es ist wichtig, dass da Strömung ist. Und jetzt kommen wir schon mal zur Technik. Ich hatte durch dieses Lebengestein und zusätzlich noch durch den Sand hatte ich Aufwirbelungen und Trübungen, die ich mit dem Filter hier nicht unbedingt rausbekommen habe. Das ist hier der Amazonasfilter. Da haben wir die Daten. Hier drin gibt es ein extra Kästchen für Aktivkohle und darunter kann man dann Schwämme oder was man sonst will einsetzen. Der wird eigentlich mein Filter sein. Er hat einen ganz, ganz tollen Durchfluss auch, also eine sehr starke Strömung. Aber im Moment, da ich vorher die Partikel und den Staub angesprochen habe und einfach Trübung, ist der Filter da hinten ideal. Seit ich den drin habe, ist das Wasser glasklar, wie man sieht. Glasklar. Der wird aber nur vorübergehend drin sein, weil ich möchte doch mit Aktivkohle arbeiten und dem anderen Filter, nebst dem optischen, gibt es noch ein paar andere Vorteile. Aber ich möchte noch auf etwas anderes eingehen. Und zwar ist mir jetzt in den Sinn gekommen, dass ich sagen wollte, endlich macht die Pilzlederkoralle auf und die Goniopora fühlt sich, denke ich mal, auch gut. Was mir nicht so gefällt, ist, dass die Seriatoporen zwar aufmachen, aber nicht so richtig, so halbbatzig. Und die Montipora Rot färbt sich in Braun. Das hat damit zu tun,
dass ich einen ziemlich hohen Nitratwert habe. Warum, weiß ich nicht. Ich habe keine Tiere drin. Am Anfang war perfekt mit 5, plötzlich war es 10. Und Phosphat ist fast nicht nachweisbar, was auch nicht wirklich gut ist. Nitrat und Phosphat sollten in einem gewissen Verhältnis zueinander sein. Gehen wir weiter in Richtung Technik. Hier seht ihr den Tunze Innenabschäumer 9004. Bis 250 Liter gedacht. Das könnt ihr hier sehen. Der hat auch eine Oberflächenabsaugung, was wirklich, wirklich toll ist. Ich bin top zufrieden mit dem. Man kann den auch mit einem mit einer Bedienung kaufen. Da kann man die Kraft regulieren. Und wenn man das nicht möchte, gibt es hier eine Schraube. Damit kann man auch kann man auch den sozusagen die Kraft reduzieren oder die Leistung. So, jetzt kommen wir noch zu der Lampe. Die Lampe, das ist eine Aquamedic Aquarius 90. Hier ein bisschen Gratiswerbung. Also nur sozusagen, ich habe alles selber gekauft. Ich habe hier gar nichts zugeschickt bekommen. Ist auch nicht wirklich so mein Ziel, in die Richtung zu gehen. Aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall die Aquamedic Aquarius 90. Das ist eine sehr, sehr tolle Lampe für kleine Aquarien. Es gibt sie noch kleiner und noch eine Nummer größer, die 120. Die hat 95 Watt und glaube 10.000 Kelvin oder so. Bin aber wirklich nicht sicher, ich weiß es nicht auswendig. Für mich war diese 95 Watt waren für mich wichtig. Und sie sieht einigermaßen gut aus. Sie kostet, sage ich jetzt mal so, Preis-Leistungs-Verhältnis ist wunderbar. Also wird die Beleuchtung, ja, jetzt sieht es auf der Kamera ein bisschen anders aus als in echt, aber ist auch toll. Ich bin eigentlich top zufrieden. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich sie habe. So, gibt es noch was Interessantes? Ach ja, die ersten Algen melden sich auch schon. Moment. Die ersten Algen melden sich auch schon. Ja, das ist ja normal. Es war ja zu erwarten. Jetzt noch etwas Interessantes vielleicht. Moment schnell. So. Da die zwei LPS-Giganten hier, die sind sich gerade am Bekämpfen. Vielleicht sollte ich die auseinander platzieren. Und Kenia-Bäumchen will nicht so richtig. Ja. Also und ja, ich glaube, das Ganze, was man an, wie soll ich das jetzt sagen, nicht so optimal betrachten kann, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Missverhältnis zwischen Phosphat und Nitrat. Wie bekomme ich das in den Griff? Also, wir sehen hier, das hatte ich schon,
kann man sozusagen reines PO4 dosieren und Nitrat senken mache ich mit Wodka, aber nochmals zur Erklärung, ich mache keine Wodka-Methode. Ich dosiere ungefähr 2 Milliliter täglich, einfach nur bis dieser gewünschte Nitratwert erreicht ist. So viel von mir. Ja, bis nächstes Mal. Ja, und noch etwas, ich wollte ja sagen, noch etwas für die Zukunft. Naja, es wird einfach mehr mit LPs und Weichkorallen besetzen, weil ich einfach gerne auch Bewegung im Becken habe. Diese eine hier, Euphelia, ist mir zu wenig. Also mehr Tentakeln. Natürlich kommen da auch Fische rein, es kommt auch eine Kupferanemone rein. Und zwar nach dem Daniel-Prinzip mit dem Töpfchen. Das plant jetzt so die Zukunft. Im Moment werde ich das Becken aber einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen. Bis auf die Sachen, die man halt machen muss. Ja, und im Moment habe ich gar keinen Verbrauch. Finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ich glaube, die Korallen ziehen erst dann, wenn es ihnen gut geht, wenn sie richtig aufmachen, wenn sie wachsen. So, jetzt habe ich auch gesagt, was für die Zukunft geplant ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Tschüss. Ja, Leute, ihr seht, es kann relativ schnell gehen, um das nochmal ganz kurz abzukürzen. Becken aufgestellt, Osmosewasser rein, aufgesalzen, Heizstab dran, anschließend Lebendgestein rein, dann hat er den Bodengrund reingepackt, dann hatte er eine Zwangspause von knapp einer Woche, weil die Beleuchtung nicht da war. Es kam aber auch Tageslicht ans Becken, also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich dunkel stand, aber es hat auch kein richtiges Licht gekriegt, also von der Lampe. Tageslicht kam noch genug dran, somit war, ich sage jetzt mal, von meiner Sicht her das Ganze soweit in Ordnung. Und nach einer Woche, wo er dann das Licht gekriegt hat, konnten wir dann hingehen und die Korallen einsetzen. Jetzt läuft das Becken knapp 2,5 Wochen und ja, er hat auch gesagt, jetzt kommen die ersten Algen. Wir haben natürlich Probleme mit den Nährstoffen, wie er auch schon gesagt hat. Hatten wir einen Peak von 10, dann sind wir wieder runter auf 5. Dann war es Phosphat mal nicht nachweisbar, dann war es wieder nachweisbar. Das ist natürlich alles im Moment noch nicht stabil und er muss jetzt regelmäßig nachmessen und gucken, dass er, ich sag mal, die Nährstoffwerte vernünftig in einer Balance hält. Den Wodka, den er dazugegeben hat, muss ich dazu sagen, ist wie gesagt nur eine kleine Unterstützung gewesen, um die vorhandenen Bakterien, die im Lebendgestein sind, so ein kleines bisschen zu animieren, um auch das Nitrat wieder runterzukriegen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und wir sind halt jetzt dabei, dass wir den Phosphatlevel ein kleines bisschen anheben, dass der so auf eine Höhe von 0,05 kommt und das Ganze dann einigermaßen dazu halten. Problem an der Sache ist, wenn man so ein Becken so schnell startet, in Anführungszeichen schnell und voll besetzt, muss man wirklich am Ball bleiben, man muss messen, man muss wissen, wie man die Sachen runterkriegt und ständig dranbleiben, gucken, was ist los. Im Moment haben wir zum Beispiel die Problematik gehabt, dass wir da in dem Becken zu viel Sand drin hatten. Er hatte, glaube ich, eine so hohe Sandschicht unten drin. Und er hat ja zuletzt auch schon gesagt, es bilden sich Algen. Und wir vermuten, weil es ins Bräunliche reingeht und leicht Blasen schlägt, dass das hier und da Dinos sind. Das könnte Dinos sein. Wird aber noch überprüft. Werden wir euch in der nächsten Folge berichten. Maßnahmen, die wir dazu natürlich eingeleitet haben. Erstmal habe ich ihm gesagt, den Bodengrund reduzieren. Also es ist weitaus weniger. Also so eine dünne Schicht reicht vollkommen aus. Mehr braucht so ein Becken überhaupt nicht. Und zum Zweiten natürlich jeden Tag hingehen, das Ganze durch
arbeiten, weil er ja auch noch keine Tiere drin hat, die das Ganze durcharbeiten könnten, weil ja auch noch nichts im Boden drin ist, wovon diese Tiere leben können. Also muss man das erstmal von Hand machen. Ja, alles im Allem stehen aber die Korallen sehr gut und allein schon die Kleinigkeit, dass die Pilzlederkoralle aufgegangen ist, dass die Goniopora schön weit aufmacht, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass das halt auch vernünftig funktioniert. Wie gesagt, die Werte müssen im Auge behalten werden. Versorgt wird das Ganze jetzt auch erstmal experimentell mit All4Reef von Tropic Marine. Und wir werden sehen, wie das funktioniert, wie das zu handhaben ist. Ich versuche es nach Anleitung zu machen und wir schauen dann mal, wie es weitergeht. Alles in allem fand ich das einen sehr gelungenen Beckenstart und so nebenbei dafür, dass er jetzt sein erstes Video gedreht hat, von mir definitiv 2 Daumen hoch. Irgendwann, früher oder später, kriegen wir ihn dann auch mal vor die Kamera, aber lasst ihm einfach noch ein bisschen Zeit. Hat bei mir auch recht lange gedauert und ich würde mal sagen, mir hat dieses Video sehr gut gefallen, wie er es dargestellt hat. Ich hoffe, euch auch. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ich denke, dass das Ganze in einem Zeitraum von 1 oder 1,5 Monaten so wie meine Tagebuchreihe ablaufen wird. Wir haben uns da nicht festgelegt und werden uns da auch nicht festlegen, weil es kann ja mal sein, dass zwischendurch was passiert, dann schmeißen wir zwischendurch mal eine Folge ein. Und es kann genauso gut sein, dass in längerer Zeit nichts passiert, dann haben wir im Endeffekt keinen Druck. Fakt ist, diese Serie läuft hier weiter und wird regelmäßig kommen. Oder in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen. Und somit würde ich mal sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen da für dieses Video, für die Anstrengungen, die Moas im Endeffekt da gemacht hat. Und um euch daran teilhaben zu lassen, wie sein Riff entsteht. Und falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an. Dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Mal wieder was von mir rausgehauen wird. Der Plan ist, dass ich dieses Wochenende noch was über die Lampe bringe. Ich kann es euch aber nicht versprechen, dass ich es hinkriege. Aber es geht definitiv in der Technikabteilung des Reefers weiter. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.